Einmal die Kochmütze raus reinhauen. Was ist drin? Wünscht mir Glück, Jungs. Wir brauchen eine Legendary. Nochmal danke an Skycroft, wenn jetzt einer dabei ist. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir auch Pech. Sieht auf jeden Fall scheiße aus. Jetzt müsste die epische Karte kommen. Ja, kommt sie nicht. Ja, das ist halt RIP. Komm. Wir wollen wenigstens eine Legendary. Wegen den Copyright-Rechten Marley-Block, weil wir sonst das nicht auf YouTube hochladen können. Das sieht schon eher besser aus. Komm, eine epische. Bitte. Oh mein Gott, yes, Mann! Da muss eine Legendary drin sein. Oh, was brauchen wir? Oh, die Subs, die jetzt da sind, ihr dürft einmal die Kochmütze raus reinhauen. Was ist drin? Yes, man! Yes! Der Eisbooster rentiert sich, Mann. Alter, ja, Mann. Was? Nee, ist nicht. Bokoli, du bist ein Lügner. Wenn der Lava-Hund nochmal gekommen wäre, wäre ich ausgerastet. Oh, geil, Mann. Ja, danke, Eisbeet. Den Ballon ziehen. Golem, okay, brauchen wir nicht. Wir brauchen den Ballon. Wir brauchen den Ballon. Ey, wir kriegen den Ballon nicht. Was ist los? Die Skami brauchen wir aber eigentlich, meiner Meinung nach, weil wir sonst nichts gegen Prinzen so haben. Soll ich ein Turnier machen? Kannst du gerne machen, Revi, Mann. Du kannst gerne eins machen, ich kann aber leider nicht mitspielen, weil ich hier gerade am Gamen bin. Oh mein Gott, er hat Elite-Barbaren. Was soll ich machen? Du holst meinen Turm. Einfach Elite-Barbaren. Kill sie. Boah, die Bombe war im Turm. Nice, das ist okay. Das ist guter Damage schon mal ein bisschen. Du machst Try nach. Danke, Ari. Du bist eine Ratte. Schieb sie an. Nice. Zack, sind wir im Turm. Da steht es 1-0. So, jetzt will er jetzt nicht mehr verteidigen, so wie es aussieht. Was macht er da? Wir bleiben cool und sitzen Eismagier. Ein gutes Deck für Arena 7. Ich kann dir mal ganz kurz meinen YouTube-Channel empfehlen. Hashtag Eigenwerbung. Weil, hat er jetzt aufgegeben? Weil dort zeige ich dir meinen Deck-Guides hier. Kannst mir gerne vorbeischauen, Tim Koyo, und kannst ja mal sagen, was du von den Decks hältst. Ich glaube, er hat aufgegeben. Einfach ein Level 8, der aufgibt. Da kannst du mal gerne vorbeischauen und da habe ich auf jeden Fall ein Deck für dich. Ein i5 würde auch reichen zum Zocken, ja nicht. Du brauchst nicht unbedingt ein i7. Ich hätte auch lange Zeit ein i5. Und danach. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu Arena 7. Max hat halt schon so viele legendäre Karten, das ist halt echt krank, Mann, der Boy. Der rastet halt echt instant aus. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen weiter hinten platzieren müssen. Scheiße. Okay. Der, okay, er rastet auch direkt aus. Noch nie sowas gesehen. So, wie gesagt, ich spiele jetzt noch eine kleine Runde und dann lass mich morgen Heinz-Talent streamen, okay? Weil ich muss morgen früh raus. Dann lass mich morgen Heinz-Talent streamen. Ich glaube, das ist doch dann für die meisten Leute besser, oder? Und wir hosten nachher noch hier den Kollegen. Nein! Oh, und er hat ein Tor. Alles klar. Ey, er rastet vollkommen aus. Ich habe schon gesagt, dass er ausrastet.
Lol, meine Skami überlebt. Nice. Was macht er? Er raged seinen Turm. Und dann wirft er das Kampfholz. Sehr schön, Yannick. Ey, also die Spielweise von manchen Leuten hier unten ist richtig am Sack, Alter. Er raged seinen Turm und dann kommt erst das Kampfholz. Sehr schön. Merkt euch das, da so verteidet ihr Sach auf jeden Fall. Reicht mein... Oh mein Gott. Ich muss mein Eismagier das alleine regeln lassen. Der sollte auch das eigentlich alleine regeln bekommen. Ein Hit ist okay. Zwei Hits wären Fail. Ja, nice. Fuck, jetzt kommt noch sein Mini-Packer durch. Weil er so lange im Rage war. Ein Hit, der kriegt meinen Turm. Guckt euch das an. Der Mini-Packer kriegt einfach meinen Turm. Mini-Packer OP. Und der mit seinem... Ja, wow, er hat den Turm. Fuck, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt hier auf der Seite den Turm irgendwie holen. Kannst du mal aufhören damit? Also er rastet hier komplett aus, Jungs. Keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ey Mann, warum flippt er so ultimativ aus? Kann mir das jemand erklären? Ein Feuerball reicht mir leider nicht. Das ist halt extrem hardcore. Wir sollten das eigentlich gewonnen haben, wenn jetzt kein krasses Placement mehr von ihm kommt. Puh, er musste cyclen. Chef, ich glaube, dass der Gegner nicht mehr zwei Monte Zell spielt, also warum wunderst du dich? Ja gut, das kann auch sein. Jo, Mau, vielen Dank. Ja gut, Max hat aber auch schon so viele legendäre Karten, da kann ich halt nicht mithalten. Ich habe halt viele epische, ich habe erst zwei legendäre gezogen, der Lava-Hund ist halt Schrott. Bringt mir halt nichts. Fuck, Mann. Giant Skeleton, rette mich. Gegen 10 Elixier getradet, vollkommen okay. Aber halt viel mehr Damage bekommen. Oh. Ja, aber jetzt für 20 Euro nochmal da Geld rauszuholen, ist halt extrem viel. Wie gesagt, Max hat das alles donated bekommen, was er auf seinem Account aufgemacht hat. Bei mir zwar jetzt auch diese Truhe, die einer habe ich selber finanziert, aber ihr müsst überlegen, Max hat das halt alles rein donated, ich halt nicht. Und 20 Euro sind halt viel Geld, weißt du, ich meine? Auch für einen Account, den ich wahrscheinlich nicht ewig spielen werde. Also manchmal frage ich mich, was die Leute hier machen. Er spielt hier irgendwie auch nicht weiter. Ich versuche das jetzt einfach ganz schnell über die Bühne zu bringen. Keine Ahnung, warum er jetzt nicht weiter gespielt hat. Wir freecrown ihn. Wie lange streamst du noch? Ich mache jetzt noch hier bis Arena 7. Dann würde ich gerne diesen Wader hosten eigentlich. Wenn er überhaupt noch streamt, streamt er noch? Ja gut, dann werden wir wieder den Wader hosten. Ja, du findest, klar ist er nicht so schrott, aber auf einem Level 1 Account. Magier hat er doch heute gezogen, Elektromagier. Heute hat er ihn gezogen. Oh mein Gott, er spielt die ultimative Kombi. Die Kombi ist echt gut. Lol, der Feuerball ist echt scheiße. Kobaltfass, flieg und sieg! Ja. Oh, er hat einen Sepp. Egal, aber das Gute ist, sein Sepp ist draußen. Lol, er wirft das Kobold fast des Todes. Sein Kobold, Sepp ist jetzt draußen, damit kann er meine Skami nicht mehr seppen. Jo, danke, Unlorix. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt werde ich hier abgelenkt. Nein, ich darf beim Level 1 echt nicht in den Chat schauen. Das ist echt fatal.
Jetzt hat er mich hier richtig geoutplayed. Rip. In Pepperonis. Ey, wenn das nicht mehr rechtzeitig kommt, bin ich tot. Boah, geil, Alter. Die, nein. Der, ja, sein Sepp, Alter. Der Typ ist gut, Mann. Das schaffen wir nicht mehr. Jungs, das schaffen wir überhaupt nicht mehr. Der Typ ist, also er spielt gut für sein Level. Ein Level 8er, der Skill hat, ist auf jeden Fall stark. Er nennt sich einfach Supercell. Nice. Da kommen wir schon wieder seine Valkyrie, oder? Mann, guck mal, wie gut er das spielt. Ja, der. Also entweder ist es auch ein zweiter Kampf oder der Typ ist einfach richtig gut. Oh nö. Jetzt mag ich ihn nicht mehr. Er spielt sogar einen Infernal Turm. Dude, warum? Warum tust du sowas? Weißt du nicht, wie viele Menschen darunter leiden müssen? Na gut, der hat ein gutes Deck gegen mich. Jani, du kannst mal gerne hier vorbeischauen. Da kannst du dir vielleicht ein Deck raussuchen, vielleicht ist das was. Oh, wir haben das verloren, auf jeden Fall. Gefreakshon werden wir auch noch. Na nee, doch nicht. Ha! Ich meine das nicht. Immerhin das nicht. Jo, rein, Tolo. So, und hier hat Woody nochmal ein 10k-Turnier reingehauen. Sehr schön. Vielen Dank dafür, Woody. Ersetzt nichts. Guck mal. Was macht er? Er spielt nicht ernsthaft ein 3 Musketier mit Level 1. Hat er jetzt nicht gemacht, oder? Und ich setze wirklich nicht mehr das Garmi so dumm. Also, das war das dümmste Placement, was ich je gesehen habe. Level 1 Free Muskies. Nice. Oh, dieser Ritter, Mann. Dieser. Nee, Prinz ist es ja. Er muss sich durchlaufen lassen. RIP, Mann. Guck mal, wie stark der einfach ist gegen mich. Der noch einen Hit am Turm raus? Ja. Ich muss ihn noch einen Hit am Turm rauslassen. Oh, er holt fast allein meinen Turm. Nice. Hau rein, Woody, schlaf gut. Ja, Eddie, ich glaube schon. Jetzt will er wahrscheinlich jemand Feuerball rausbaiten, aber das lasse ich gar nicht erst zu. Kollege Freizeit. Und jetzt hat mein Giant Skelly direkt in den Turm, nice. Machst du CR7, meinst du wahrscheinlich Cristiano Ronaldo? Ja, ist ein guter Spieler, aber ich bin ein Messi-Fan, durch und durch. Oh mein Gott, das ist aber halt eine Einladung, Kollege. Kollege, das ist aber eine Einladung. Das ist aber eine krasse Einladung. Also das darf er auf jeden Fall so nicht spielen. Das sollten wir eigentlich haben, Jungs. Sch-
Schön, dass die Gems aus der. Ja, das, ich habe dazu ein Video gemacht, G-Fame. Du